Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Ostern ist ein Fest, das ich besonders mag. Das Fest der Auferweckung Jesu fällt zusammen mit dem Aufwachen der Natur und der stärker werdenden Kraft der Sonne. Wie viele andere feiere ich es liebend gern mit der Familie, freue mich über das Juchzen der Kinder, wenn sie die Ostereier suchen und finden und die gemeinsame Tafel zum Frühstück oder zum Mittagessen. Und natürlich die Gottesdienste mit wunderbarer Musik, mit Licht, mit Freude, mit Abendmahl. Es ist ein Fest mit hellen Tönen und bunten Farben. Gemäß dem Motto auf dieser Karte, Leben ist das mit der Freude und den Farben, nicht das mit dem Ärger und dem Grau. All das, das Feiern in der Familie, mit anderen, unterwegs sein in Gruppen, Ostereier suchen mit klein und groß, das dürfen wir in diesem Jahr nicht. Manche sagen, nun werden wir wesentlich und erfindungsreich. Auch ich vermisse meine Familie, meine Enkelkinder. Und so hatten wir kürzlich ein virtuelles Familientreffen über die Kameras in unseren Computern und Handys. Das war nur ein kleiner Ersatz. Plötzlich redeten alle durcheinander, dann starrten wieder alle in die Kamera und die Fünfjährige hopste wild herum und freute sich, alle zu sehen. Ja, nun feiern wir also Ostern zu Hause, allein mit der Familie oder zu zweit. Wie haben Sie gefeiert gestern? Haben Sie viel telefoniert, auf dem Balkon gestanden und gesungen mit hoffentlich vielen Nachbarn und Nachbarinnen? Sind Sie spazieren gegangen? Allein, zu zweit? Oder waren Sie ganz ruhig und haben es vielleicht auch genossen, dieses Fest in Frieden und ganz allein? Das österliche Brauchtum mit Ostereiern und Osterhasen, mit Familienfeier und Osterbrot ist das eine. Das macht Spaß.
Wir befriedigen unser Bedürfnis nach Geselligkeit und festigen die Familienbande. Das andere ist die Geschichte, die mit dem jüdischen Pessachfest und Jesu Auferweckung zu tun hat. An Pessach erinnern sich Juden und Jüdinnen an die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Es wird vom 8. bis 16. April in diesem Jahr gefeiert. Sie erinnern sich an die bitteren Tränen und darum gibt es Salzwasser, aber auch an das Aufatmen, das Tanzen und Singen, als sie es geschafft haben. Und das Glück der Befreiung. Wir Christen und Christinnen erinnern uns an die Auferweckung Jesu, die während des Pessachfestes in Jerusalem vor fast 2000 Jahren geschah. Die Freunde und Freundinnen Jesu waren zutiefst traurig und geschockt über seinen Tod am Kreuz. Und als sie dann zum Grab kamen und Jesus nicht da war, sondern ein Mann in Weiß gekleidet, so wie uns ein Evangelium erzählt, da rannten sie davon und erzählten niemandem. Aber es gab mehrere Begegnungen und so verbreitete sich die Nachricht dann doch recht schnell. Und manche glaubten es und manche zweifelten, so wie wir heute. Wir hören die Geschichten von Hoffnung und Sehnsucht, von Befreiung und Auferweckung und glauben sie? Oder hoffen auf sie. Berührt werden durfte damals Jesus auch nicht. Sie mussten sich auf sein Wort und seine Nähe auf Zeit verlassen. Gott kann den Tod überwinden. Das ist die Kernbotschaft, mitten im Leben. Der Psalm 118, der am Ostermontag gebetet wird, spiegelt diese Hoffnung und Sehnsucht wider. Wenn ich den Psalm bete, zentriere ich mich und konzentriere ich mich. Die Psalmen wirken. Unseren Vorfahren bin ich dankbar, dass sie uns diese Texte überliefert haben, selbst gebetet, gesungen, aufgeschrieben. Wir verbinden uns mit den Juden und Jüdinnen, die uns die Psalmen auch geben. Psalm 118, ich bete mit den Worten der Übersetzung der jüdischen Philosophen und Pädagogen Martin Buber und Franz Rosenzweig. Mein Stolz ist O Herr und wahrt meine Freiheit. Die Stimme des Jubels und der Befreiung ist in den Zelten der Bewährten. Gottes Rechte tut Mächtiges. Gottes Rechte ist erhoben. Seine Rechte tut Mächtiges. Ich sterbe nicht, nein, ich darf leben und O Gottes Taten erzählen. Öffnet mir die Tore der Wahrheit. Ich will in sie kommen. Danken will ich O ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.